gute 2,5 Stunden Anreise aus der drittgrößten Stadt des Saarlands hier an den Freiberger Wasen. Und das Spiel ist freigegeben. Matthias Heilig pfeift an hier am Freiberger Wasen. Nicht zu verwechseln natürlich mit dem etwas südlich gelegenen Cannstatter Wasen. Damit Joel Geretzkier, Philemon Geretzkier und Simon Klostermann vorne in der Pressinglinie. Jetzt kommen aber erstmal wieder die Gäste. Phil Harris hat da viel zu viel Platz. Und uns zu der großen Aufgabe des Tages für die Freiberger endlich mal die Null zu halten. Das ist das große Ziel, aber da kommt schon wieder Homburg. Neben Kehl Gomez mit der wichtigste Spieler da auf der Doppel-6. Herber Verlust! Der löffelt den mal vor auf Phil Harris. Aber einem David Pissot machst du so leicht natürlich nichts vor. Und das ist jetzt ein guter Pass auf Stavridis. Gibbs kommt nicht richtig ran, Latte! Und dann liegt der Ball drin. 1:0 für die Gäste. Das müssen wir mal aufdröseln hier. Unglücklich von Alberico abgefälscht. Dann kommt Gibbs hier gegen Stavridis nicht in den Zweikampf. Und ich glaube, am Ende drückt Tim Littmann den Ball über die Linie. Der Eckball kommt vom Ex-Homburger Joel Geretzky. Und er findet Kloster. Nein, Pissot. Und der Ball liegt im Tor. Mit dem ersten Abschluss der Partie gleicht Freiberg aus. David Pissot. Klasse, eben noch gesagt, vielleicht über einen Standard hier mal irgendwas zustande bringen. Und dann fliegt er durch, Pissot nimmt den direkt aus der Luft und dann fälscht ein Homburger Verteidiger ins eigene Tor ab. So, jetzt das ist Alberico rüber auf Philemon Geretzkier, der Mann der Stunde in Freiberg. Geretzkier, Reisig, Littmann kann jetzt flanken, wählt die flache Variante. Auf Alberico, der naht hier zwei Gegenspieler und zieht ab. Ja, technisch sehr schön anzugucken von Dombrovka, wie er den da aus der Luft pflückt, diesen Ball. Und Eisele, und er ist gar nicht mal so ungefährlich, zur letzten Aktion des Spiels zu machen. Felix Heim löffelt den rein, da ist Cuhinha und Sanko und die stehen sich da ein bisschen selber im Weg. Cuhinha trifft den Pfosten. So, Felix Heim beim Eckstoß. Für den SGV Freiberg. Unglaublich. Der späte Nackenschlag für Homburg. Und ich glaube, es war Yannick Ose. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da kommt die Ecke. Geflogen. Letzte Aktion des Spiels. Yannick Ose läuft durch. Wie schon beim 1:1 nimmt er den. Nicht mehr so ganz angedeutet. Und jetzt gibt es vielleicht noch eine Aktion für die Gäste. Wir bleiben hier natürlich erstmal noch ruhig. Kehl Gomez köpft den raus und das war's. Es ist vorbei. Und der SGV Freiberg sicherlich mit einer ausbaufähigen Leistung